Wir reden ja eigentlich den ganzen Tag darüber, über diesen perfekten Sturm, der sich dort zusammenbraut. Und das ist auf einer hybriden Führung zurückzuführen. Und die Frage zu stellen, ob die Bundesregierung, ob der Bundesminister für Wirtschaft versagt hat, ist aus meiner Sicht die falsche Frage. Die Frage muss lauten, welche Aufgabe sieht die Bundesregierung eigentlich in ihren Tätigkeiten? Die Zerstörung der Ökonomie, ob sie es verstanden hat oder nicht. Man hat ja auch das Gefühl, manchmal durch die spezielle Auslese der handelnden Personen der Ministerien, da glaubt man manchmal einfach nicht, dass die Leute noch diese Zusammenhänge verstehen. Weil ich weiß gar nicht, ob man psychisch so stabil sein kann, wenn man teilweise einen solchen Unsinn von sich gibt, wenn er im inneren Kern wüsste, dass es falsch ist, was er sagt. Ich habe die Vermutung, dass er das selbst glaubt. Solche Leute muss man natürlich erst einmal finden, die tatsächlich einen solchen Unsinn wirklich selbst glauben. Da ist es ja irgendwann ziemlich dünn. Und ich frage mich langsam mittlerweile, wenn man in irgendeiner Kleinstadt oder Großstadt in Deutschland die nächsten 30 Leute, die einem auf dem Marktplatz entgegenkommt, abgreift und sagt, so, ihr werdet jetzt alle Minister in der Bundesrepublik, ob dann nicht die Wirtschaft und alles andere besser laufen würde als jetzt. Man muss ja eine solche destruktive Auslese von handelnden Personen erstmal hinbekommen. Ich glaube, die machen ihren Job gut. Die Frage ist, was ist ihre eigentliche Aufgabe, was sie machen sollen? Also ihren Job machen sie für die Bürger natürlich nicht gut. Ich möchte das mal ganz kurz korrigieren. Klar. Und das ist das Versprechen, das ein jeder Minister oder auch Kanzler bei seiner Vereidigung abgibt, nämlich zum Wohle des deutschen Volkes oder dem Wohle des deutschen Volkes zu dienen. Naja, es heißt genau genommen, den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren. Und das ist die originale Formel. Und wenn es heißt, dass Nutzen des deutschen Volkes zu mehren, muss man fragen, wer partizipiert denn von dem Nutzen des deutschen Volkes? Sind es die Deutschen selbst oder geht es darum, dass Externe vom Nutzen des deutschen Volkes partizipieren? Und insofern ist es für mich sowieso schon immer so eine komische Frage gewesen, warum man diese Eidesformel so eigenartig auch formuliert hat. Wir müssen noch mal eines sehen dabei, dass wir hier eine hybride Führung erkennen, die gegen Deutschland gerichtet ist. Auf der einen Seite die Ministerien, die dafür verantwortlich sind, dass sie für Ryanair und für Eurowings einfach keinen Standort mehr bieten, in dem einfach die Kosten zu hoch sind. Auf der anderen Seite natürlich auch die Gesellschaften, die sich darauf vorbereiten, dass sich bald keiner mehr Tickets leisten kann. Wenn wir darüber reden, dass Volkswagen in der größten Krise seiner Existenz ist und es geht nicht nur um die Volkswagen-Mitarbeiter, sondern auch um die Zuliefererbetriebe und wir reden hier von einem Arbeitsplatzverlust von 1 Million Menschen, die im Raum stehen. Die stehen im Raum. Diese 1 Million Menschen, die dann kein Geld mehr verdienen, keinen Flug mehr buchen können, aber auch keine Brötchen mehr wie vorher kaufen können, nicht mehr so konsumieren können, wie sie es vorher konnten, wodurch dann die gesamten anderen Unternehmen auch in Mitleidenschaft gezogen werden, die nicht direkt nur aus VW und den Zulieferern bestehen, sondern auch die ganzen Anhängenden. Und wenn es Restaurants sind in Wolfsburg, wo keiner mehr zum Essen geht. Und all diese Dinge führen dazu, dass die Kaufkraft in Deutschland vor unseren Augen schmilzt, das Geld abschmilzt, die Leute, die ein bisschen Geld haben, verlassen letztendlich die Bundesrepublik und dieses Geld fließt aus dem Wirtschaftskreislauf der Bundesrepublik ebenfalls raus. Wer soll denn dann noch ein Ticket kaufen? Und selbst wenn es nur ein 30-Euro-Ticket ist nach London, was ja schon extrem billig ist und man fragt sich, wie soll das überhaupt funktionieren? Das hat auch wieder die Bild berichtet. Wenn man die Schlagzeile liest, Habeck lobt sich selbst, habe Land in Fahrt gebracht wie kein Minister zuvor. Und das jetzt angesichts der abschmierenden Konjunktur seit 2 Jahren Rezession. Und er hat in einem WDR-Podcast sich geäußert, der Robert, der ja bei Beginn seiner großen Karriere als Bundesminister vor knapp 3 Jahren schon angekündigt hatte, das Antlitz des Landes wird sich verändern. Hat es. Wir sind deindustrialisiert worden. Und jetzt behauptet er in diesem WDR-Podcast, er habe das Land in Fahrt gebracht wie kein anderer Wirtschaftsminister zuvor. Sein Ministerium habe wörtlich so viele Gesetze, Verordnungen, europäische Verordnungen und so weiter umgesetzt
um das ganze Land wieder in Fahrt zu bringen, wie kein Wirtschaftsminister vor ihm. Es müsse jedenfalls sehr lange her sein. Also er kann sich an niemanden erinnern, der so erfolgreich war wie er. Und deswegen könne auch die schwierige Stimmung im Land nicht daran liegen. Naja, genau genommen hat er das Land ja in eine unglaubliche Fahrt gebracht, nämlich in eine Fahrt gegen die Wand. Und diese Fahrt gegen die Wand, die er hier gerade beschreibt, die hat er noch dramatisch beschleunigt. Wir wussten auch schon 2017, 18 und viele sogar von uns auch schon in den 80er Jahren, dass es systemische Komponenten gibt, die genau dazu führen, die man hätte abschalten können, aber die genau dazu führen, was wir jetzt heute erleben. Das wissen viele Experten, das war für viele Experten schon damals erkennbar. Und das haben sie auch deutlich artikuliert. Aber was wir hier haben, ist im Prinzip eine Situation einer irrsinnigen Aussage, ein wandelndes Paradoxon gewissermaßen, nach dem Motto, wir haben das Land in Fahrt gebracht und er sagt gar nicht, wohin die Fahrt eigentlich geht. Die Fahrt geht nicht nur ins Nirvana, die Fahrt geht gegen die Wand. Und dieses Problem wird nicht einmal hinterfragt. Ich finde das interessant, dass er genau die Fahrt noch dabei so vor nach vorne bringt, weil das ist sogar eine massive Beschleunigung. Nicht nur eine Fahrt, es ist ein Rennen. Das heißt, wir knallen gegen die Wand und wir denken gar nicht daran zu bremsen, sondern da wird nochmal ein ordentlicher Ziegelstein auf das Gaspedal draufgelegt, dass der auf gar keinen Fall aufhört zu beschleunigen in dieser Fahrt. Ich muss dich wieder fragen, Andreas, wie ist das alles vereinbar mit Logik, mit Vernunft und mit auf die Zukunft gerichtetem Denken? Wir haben eine neue Generation der Bachelor, der Master of Business Administration und so weiter. Das sind angebliche Ausbildungsberufe, das sind angeblich wissenschaftliche Berufe, das sind also Berufe, die universell die Menschen zum freien Denken angeblich befähigen sollen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sehen in der akademischen Welt eine immer größere Einschränkung der Sichtweise. Man wird also quasi mit Scheuklappen belegt. Man guckt nicht mehr nach links, nicht mehr nach rechts, sondern nur noch nach vorne. Und mittlerweile guckt man nur noch durch einen Strohhalm. Und da ganz hinten in dem Strohhalm, in diesem Loch, was ich da hinten sehe, diesen kleinen hellen Fleck da noch, den man noch erkennen kann, da steht dann beispielsweise CO2 Klimakatastrophe. Und wenn man dann die Menschen dermaßen einschränkt, dann ist die Logik ausgeschaltet. Es geht nicht mehr um Logik. Es geht nur noch um Programmatik und um Gender und Ideologie. Und die Ideologie ist letztendlich eine Idiotie geworden. Und da sind wir jetzt einfach Zeuge. Ich frage das deswegen, weil es gab ja früher in der Politik tatsächlich Parteien, die sich widersprochen haben. Opposition nannte man das, glaube ich. Und dann waren auch Denker und Philosophen da, richtig starke Leute, die gemahnt haben. Ich denke mal, als einen der letzten an Roman Herzog beispielsweise, aber Rudolf Baring, hieß er Rudolf mit Vornamen? Arnulf. Arnulf Baring und so weiter. Das waren ja Mahner, die hat man ernst genommen, da hat man zugehört. Es sind öffentliche Diskussionen entstanden. Sind wir inzwischen in einem derartig engen Meinungskorridor gelandet, dass so etwas nicht mehr möglich ist, weil niemand Lust hat, sich bei Markus Lanz oder in anderen Maischbergers und Coos und Illners öffentlich sozusagen hinrichten zu lassen? Na, ich möchte noch mal dazu erwähnen, Karl Friedrich von Weizsäcker, der Anfang der 80er Jahre eine exakte Prognose gemacht hat der heutigen Zeit. Und das fand ich damals schon sehr aufregend, weil ich habe dieses Buch mit größtem Interesse quasi wirklich inhaliert. Wie hieß heute das denn? Ich habe den Begriff jetzt, wie das Buch hieß, vergessen. Den kriegt man nicht mehr zu kaufen. Das haben sie eingestellt, mit Sicherheit auch aus gutem Grunde. Ja, es ist wirklich eine dramatische Geschichte, aber es ist eben halt eine solche Einengung der heutigen Gebildeten. Die einzigen, die weniger eingeengt sind, sind die, die durch die Indoktrinierungsanstaltung wie Universitäten nicht durchgelaufen sind. Deshalb finden wir ja auch eine höhere Sichtfähigkeit, eine intelligentere Einschätzungsfähigkeit eher bei den
nicht-akademischen Menschen, weil die Akademiker zu stark eingeschränkt sind und das Gesamtbild überhaupt nicht mehr verstehen. Das heißt, ich meine übrigens nicht alle. Diejenigen, die sich angesprochen fühlen, nur die meine ich. Und ich sehe einfach dieses Universelle, wie es früher mal gab im alten Griechenland, dass Mathematiker und Mediziner und Astronomen und Biologen alle zusammengesessen haben und haben sich auf höchstem Niveau ausgetauscht, um damit die Schöpfungsarchitektur zu verstehen, haben wir heute eine Situation der Einengung. Da gibt es dann Menschen, die sitzen in irgendeinem Reagenzglas drin. Das ist dann ein Chemiker und seine gesamte Welt befindet sich nur in diesem Reagenzglas. Der weiß zum Teil dann gar nicht mehr, was er überhaupt tut und in welchem Bild er überhaupt letztendlich mitwirkt. Und da gibt es dann politische Strategen drüber, die genau diese Bilder unscharf, aber ganz klar tendenziös in eine Richtung fahren.